natürlich, dass er ausgeführt wird von Lester Thielemans. Hat sich den Ball zurechtgelegt, führt den Freistoß aber nach hinten aus, ganz locker zu Johnny Evans, der dann wieder zu Juri Thielemans. Der geht mal ein paar Schritte nach vorne, Thielemans, dann weiter zu Barnes. Barnes dribbelt in die Mitte, legt dann schön ab auf Madison, der setzt Vardy in Szene, der lässt den ersten stehen, muss abziehen, Riesenchance für Jamie Vardy. Was ist denn da los? Da dribbelt sich Madison durch den halben Strafraum durch, legt ab auf Vardy, der kriegt den Ball, legt ihn dann auf die rechte, auf den rechten Fuß, kriegt ihn auf links, legt ihn auf rechts, zieht ab, aber zentral geschossen, und das ist dann kein Problem für Tom Heaton, den Keeper von Burnley. Aber was ist hier los? Burnley in Überzahl seit der dritten Minute, aber Leicester macht hier Druck, Leicester hat hier die Chancen, Leicester führt hier 1-0 und könnte noch höher führen. Von Burnley kommt überhaupt gar nichts mehr. Jetzt vielleicht mal ein Konter über Chris Wood. Der kriegt da den Ball in der gegnerischen Hälfte. Schon eine Aktion mit Seltenheitswert. Jetzt legt er den Ball in die Mitte. Schön auf Westwood, der weitergeleitet. Auf McNeil, der hat viel Platz, legt jetzt links raus. Auf den aufgerückten Charlie Taylor, so ein bisschen der Unglücksrabe. Wieder zurück zu Neil, der zieht ab und da ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich für den FC Burnley. 37. Minute, da habe ich sie gerade gescholten. Da habe ich gerade gesagt, was ist da los? Aber was für eine Aktion, was für ein Konter, super herausgespielt. Da kontern sie sich über die rechte Seite durch, über Chris Wood, der da quasi den Grundstein legt, nachdem ein Fehler vorausgegangen war von Johnny Evans, der den Ball da durchgelassen hat. Dann ist Wood auf der rechten Seite, aber noch weit weg entfernt vom Kasten, legt in die Mitte zu Westwood, der weiter zu Neil, der dann ganz links raus auf Charlie Taylor, der täuscht die Flanke an, legt zurück zu Neil und der zieht trocken ab mit links aus halblinker Position, vielleicht 14 Meter. Zum Kasten von Kaspar Schmeichel. Und da ist hier der Ausgleich gefallen, vollkommen aus dem Nichts.